Herr Morgenstern, was hatten Sie gerade gesagt? Sie ignorieren mich? Sie ignorieren mich, Herr Thiele. Ach, das würde mir nie im Traum einfallen. Morgenstern, ich gratuliere Ihnen. Danke, danke. Ja, morgen. Ich wollte nur vorher Hallo sagen. Bitteschön, das kannst du jetzt für die Schüssel. Nein, zu dir hallo, weil ich habe dich noch nie gesehen. Hallo, hallo Morgi. Ja, frohe Weihnachten nachträglich. Ja, jetzt geht's ja los, das gibt's ja gar nicht hier. Du bist ja richtig gut drauf, ne? Kein Wunder. Stark gesprungen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man da in Oberstdorf am Podium stehen darf, dann ist das immer eine Bestätigung und ein Traum. Weil es kommt ja die ganze Haut auf, da draußen am Podest zu stehen, bei so vielen Zuschauern und Fans und Leid. Das ist Wahnsinn. Die Weichen sind gestellt einmal. Das Auftaktspringen ist immer wichtig. Es war ein sehr schwieriger Wettkampf mit wechselnden Bedingungen und alles, aber umso schwieriger, umso besser für mich. Das taugt mir. Und wenig Anlauf. Okay, Morgi, aber jetzt kommt die schwierigste Frage. Bitte. Welcher Österreicher gewinnt denn die Tournee? Das werden wir alles in Bischofshofen erleben, sagen wir so. Also, die Antwort hätte ich mir selber geben können. Ja, was soll ich dir für Antwort geben? Ich kann ja, leider, ich habe leider noch nicht die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass es ein Österreicher sein kann. Und es ist noch ein langer Weg. Es sind noch viele Wettkämpfe, eben drei Wettkämpfe. Und wir haben gesehen, wie sich das Feld auseinanderziehen kann bei so einem Wettkampf wie heute. Und es muss erst einmal bei den restlichen Wettkämpfen also Verhältnisse passen. So und dann Gefühl, wird der Beste ganz oben stehen. Ich habe so ein komisches Gefühl, dass der auch Morgenstern heißen könnte. Ja, es ist eine Möglichkeit, das ist klar. Aber wie gesagt, ich habe vor 2 Jahren noch gewonnen und schlussendlich bin ich auch Zweiter geworden. Jetzt fange ich mit einem dritten Platz an. Morgi, das vielleicht ist ja ein bisschen Provokation, aus. Völlig klar, dass du nicht anders antworten kannst. Ja, muss ich sagen, ja. Na sicher. Aber du bist auf jeden Fall dabei und du bist gut dabei und das ist schön so. Auf jeden Fall, also ich bin positiv eingestellt. Ich habe super Selbstvertrauen danken können. Es waren alle 6 Sprünge da auf einem sehr guten Niveau und kein Ausreißer, gar nichts da. Und das zeigt mir, dass ich dabei bin und dass ich auf jeden Fall das Potenzial habe, irgendwann wieder ganz oben stehen zu können. Vielleicht im neuen Jahr. Das haben wir auch registriert und das stimmt. Danke, danke. Okay. Juhu!